vielen Dank, vielen Dank. Sie haben es bestimmt erkannt. Das Stück hieß Copacabana, zum, ja, passend zum Einbruch des wiederkehrenden Regens. Ironie, Ironie des Schicksals, sagt man immer nicht. Ja, die sollen direkt. Als nächstes Stück haben wir für Sie mitgebracht: Round Blues. Und damit featuren wir Christian Huppermann. Thank you.
Christian Wuppermann am Tenorsaxophon, Ground Blues. Wir haben es hier natürlich ein bisschen schwer mit dem ganzen Wind, uns weht die ganze Zeit die Noten weg. Aber wenn man sie nicht festmacht, aber das klappt schon irgendwie. Als nächstes Stück, wie gesagt, habe ich gesagt, spielen wir auch ein paar pappige Songs. Der nächste ist so einer und kommt von der Phil Collins Big Band. Und da spielen wir Pick Up the Pieces. Thank you.
Ja, Malte Dürrschnabel am Altsaxophon. Sebastian Biermann am Piano. Und Samuel Semblitzky am Bariton. Sodele. Machen wir mal ein bisschen Singing in the Rain. I'm singing in the rain. Ja, noch macht's Spaß, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, mir auf jeden Fall. Euch? Ja? Das macht ja auch Spaß. Könnt ihr jetzt noch nicht gehen? Hier. Nee? Naja. Noch ein Problem hier, das ich noch zu bewältigen habe, ist, ich bin Dauersingle und brauche ständig eine Frau, weil ich keine habe. Und das, also als Singer-Songwriter behandelt man alles, was man irgendwie behandeln kann. Von daher behandle ich auch das und deswegen heißt das Stück auch, ich brauche eine Frau. Es hat mich lange Zeit wirklich keine interessiert. Doch fühle ich mich seit kurzem voll rehabilitiert. Ich brauche wieder eine Frau, das ist mal klar. Und plötzlich steht die Anja da. Sie hat alles, was ich wollte. Ist so fett und so charmant. Und sie weiß mich zu verzaubern und bringt mich so um den Verstand. Ich kenn sie von früher, war schon gar in sie verknallt. Doch kannte sie eine andere, das war leider echt der Fall. Ich schrieb ihr einen Song, doch geholfen hat er nicht. Und jetzt sitz ich wieder hier, Mann, was für ein Witz. Sie hat alles, was ich wollte. Ist der absolute Wahnsinn. Und wenn so eine tolle Frau mal anruft, steht doch jeder Typ gern mal an. Ich einfach wieder mal total geflasht. Doch so schlimm wie damals. Traust du dich im Herzen? Alles, was ich immer wollte, ist der absolute Wahnsinn. Und es reicht mir schon zu glauben, dass sie ganz vielleicht haben kann. Das weiß sie auch. Auch bringen tut das auch nichts. Aber bevor ihr jetzt irgendwie zu viel Mitleid mit mir habt, dass irgendwie bei mir so viele Problematiken am Start sind,
Gibt's ja den nächsten Song, der das alles ein bisschen relativiert, denn auch ich. Ja, ich erzähl's euch einfach. Habt ihr nur höchste kleine pyrotechnische Einlage. Sie meinte noch, sie müsste gleich gehen. Doch ist das Stunden her. Und jetzt liegt sie neben mir. Wir haben schon die halbe Wohnung durchprobiert. Wir haben beide so viel nachzuholen. Dafür brauchen wir viel Zeit. Sie hat ja jetzt rum. Und ich gehe fast immer frei. Was ist das für ein geiler Scheiß? Hab ich das hier betont? Oh Baby, du bist mega heiß. Wirkst so unschuldig, doch frivol. Was ist das für ein geiler Scheiß? Dafür hat sich Warten nicht gelohnt. Oh Baby, du bist mega heiß. Hab vorher bis zum letzten Mal gesetzt. Wir holen uns eine Weile auf. Haben's uns redlich verdient, nach der altbewährten Form der Sporttherapie. Doch merk ich plötzlich, wie mein Körper schreit, dass da schon wieder was steht. Allzeit bereit, obwohl sie meint, sie meint, denn ich schon zwei zu viel. Oh, was ist das für ein geiler Schein? Hab ich das je betont? Oh Baby, du bist mega heiß. Wirkst so unschuldig und doch frivol. Was ist das für ein geiler Scheiß? Dafür hat sich's Warten nicht gelohnt. Oh Baby, du bist mega heiß. Vorher zum letzten Mal mir selbst. Alles bleibt schon so vertraut. Die lass ich so schnell nicht mehr allein. Ich küss sie sanft und zeig damit, wie schön ich's mit ihr finde. Und ihre Antwort darauf, die behalte ich vielleicht auch besser für mich. Oh, was ist das für ein geiler Schein? Unschuldig und doch viel wohl was. Was ist das für ein geiler Scheiß? Was ist das für ein geiler Scheiß? Was ist das für ein geiler Scheiß? Hab ich dein Leben so? Bring mich durch das Bannerheim. Okay, ich muss ehrlich sein. Ich habe aus zwei Nächten zusammengeklaut. Also es war nicht nur eine Nacht. Man könnte jetzt sagen, ja okay, eine Nacht war nicht gut genug für den Song. Aber letztendlich waren es zwei. Naja, die zwei Damen werden es verkraften. Jetzt kommen wir leider zum letzten Stück. Wir können fahren, Junge. Aber bei so einem tollen Wetter.
Da können wir ja jetzt noch mal Spaß haben, uns hier im Matsch tümmeln, ein bisschen tanzen. Wir machen jetzt eh einen Tanz, der ist eh momentan total in. Da dürfen Sie nicht gehen, da müssen Sie hier tanzen. Ja, mit dem Regenschirm. Oder leihen Sie ihn aus. Ja. Der Tanz ist total in, das ist ein Salsa. Und einen Salsa habe ich auch gebraucht und wir brauchen auch jetzt was zum Tanzen. Und da dürfen Sie jetzt aufstehen, ein bisschen tanzen. Salsa, ich tanze Salsa mit ihr. Naja, wenn sie da ist, mit mir tanzen will. Was sich zu bewegen, ihr Blick zu sportlich halten, wird gleich zu mir rübergehen. Sie ist ein Begriff all meiner Fantasie, yeah. Und kaum gedacht, tanzen wir, dass ich die Fragen liege. Oh, ich tanze Salsa mit ihr, tanze Salsa die ganze Nacht, tanze Salsa mit ihr. Denn sie spürt gerade zu meinen Händen. Sind dabei, unsere Grenzen zu verschieben. Die Frau macht mich zum Wahnsinn und lässt uns so tief blicken. Oh, das ist Salsa mit ihr, das ist Salsa die ganze Nacht. Das ist Salsa mit ihr, das ist Salsa die ganze Nacht. Gentlemen, just for you.
Geiler Scheiß! Ja? Geiler Scheiß! It's raining, man. Danke, Kai. Ich halte es ganz kurz heute mal. Wir wollen uns noch ganz kurz bei euch bedanken, dass ihr so lange ausgehalten habt bei dem guten Wetter. Falsches Mikro war. Ah, so näher ran. Ja. So, ich glaube, man hört mich aber trotzdem. Und zwar haben wir noch ein paar kleine Präsente zu übergeben. Und zwar für den Kai, der schon hier ist, für den Jürgen, der auch schon hier ist, für den Wolfgang Peters, von dem ich nicht weiß, ob er noch da ist. Schon weg? Ja, dann trinken wir das selber. Dann haben wir noch was für die Frau Mager, die gerne, wenn sie mag, durch den Regen hüpfen kann nach hier. Bitte. Das Übliche wie jedes Jahr. Frau Mager! Ah, sie hat's gehört. Perfekt. Wen haben wir noch? Wen habe ich vergessen? Achso, ja, der Malte, ja, der sitzt ja da, den muss ich ja nicht. Der kann kurz. So. Wolf, wo ist Wolf? Wolf noch da? Von der Band davor, der Band wieder. Wenn ihn jemand sieht, schickt ihn nach vorne, sonst trinken wir das auch selber. Ja, gut. Fangen wir schon mal an. In den letzten Jahren hat sich Bier als Geschenk, auch wenn manche Leute gesungen haben, dass sie es nicht trinken. Ich hoffe, das war nicht allzu autobiografisch. Ja, nee, ist cool. Ja, läuft ja, ist egal. Ne? Bier. Also, erstmal schönen Dank. Hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ihr dürft mitklatschen. So. Geschenke bringen wir dann sonst gleich mit, wenn sich die jemand abholen möchte. Ja, ansonsten möchten wir noch ganz kurz unseren Sponsoren und Unterstützern danken. Da wäre zum einen ganz großer Applaus für die Musikschule, den Förderverein der Musikschule insbesondere, die uns immer den Rücken stärken. Selbstverständlich haben sich noch mehr Leute finanziell, abgesehen von Ihnen hoffentlich, auch ausführlich, haben sich noch andere Leute finanziell an diesem Event beteiligt. Das ist zum einen auch noch die Bürgerstiftung der Stadt Düren, der wir ganz großes Dankeschön aussprechen möchten, genauso die Familie Mager, die sich auch, da kommt sie ja schon, die sich auch hier viel, also sehr intensiv beteiligt haben, dass dieses Konzert möglich wird, genauso wie die Flora Apotheke aus Düren oder das Café Extrablatt, die hier Geld gegeben haben, um das möglich zu machen. Auch das Autohaus Herten möchten wir herzlich Danke sagen. Also, sie schaffen das aber dadurch den Morast. Läuft gut. So, dann können wir Ihnen. Ja, hier ist trocken. Brauchen Sie gar nicht. Ich bringe noch eine Runde Getränke. Das ist schon die ganze Gläser. Ja. Frau Mager, im Namen der Big Band, im Namen der Musikschule Düren, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Mit dieser kleinen Geste zur Erinnerung an einen verregneten 10. Friesenhof, auch heute Jubiläum. Daher vielen herzlichen Dank. Ja, nächstes Jahr holen wir alles ganz viel intensiv nach, hoffentlich. Ja? Achso, ja, wir kriegen auch was. Oh, das ist ja was. Achso, noch nicht weglaufen. Wir haben eventuell vielleicht noch eine Zugabe. Wenn man will. Ja. Danke sehr. So, jetzt habe ich glaube ich glatt einen Sponsor noch vergessen, und zwar ist die Firma Piano List, die uns das Piano
hier zur Verfügung gestellt hat für das Konzert. In diesem Sinne auch nochmal schönen Dank, wenn auch gleich die Dame da leider nicht anwesend sein kann. So, ich will jetzt auch noch mal was kurz sagen, und zwar, ich möchte die Band noch vorstellen. Dazu muss ich auch meinen Spickzettel zur Hand nehmen, da in der Band doch einige gröbere Veränderungen waren und ich viele Vornamen kenne, eigentlich wenige Spitznamen und keinen Nachnamen. Deshalb, wir haben in der Rhythmusgruppe am Schlagzeug Torben Bittmar, am Percussion Ben Karnott, am Bass Burkhard Schmidt, Gitarre Martin Büsen und Piano Sebastian Biermann, die Saxophone, Bariton-Saxophon Semmel Sembritzky, Tenor Ulla Korfhage, Tenor Annika Wiche, Tenor Christian Wuppermann, am Alt Anja Nick und auch am Alt Charlotte Fischöder. Und unser Gast in der Mitte, Liedalt und natürlich auch ein paar Solo-Features, Malte Dürschnabel. Die Posaunen, an der Bassposaune haben wir Friedemann Heger. Posaune Johannes Engels. Florian Ritter. Julian Müller. Und Mona Bagusche. An den Trompeten Nils Hermann, den Sie gerade reden hörten. Michael Fischöder. Thomas Steffens, Liedtrompete. Hauke Pelzer, Liedtrompete. Und Klaus Luft, Liedtrompete. Und Trompete Veronika Flatten. Und natürlich unser Gast Kai Podak. So, wollt ihr denn noch eins hören? Ja. Nee? Klaus meint gerade, ihr Lügner. Okay, ein Stück haben wir noch mitgebracht. Ist wieder von der Phil Collins Big Band. Kennt auch bestimmt jeder, brauche ich nicht vorstellen. Aber richtig rein. Thank you.
Quasi.